Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von All the Mods 9. Und heute werden wir hoffentlich den maximum großen Atomreaktor fertig kriegen, wo wir dranhängen. Ich stand ein bisschen AFK, ich habe genug Ressourcen hoffentlich zusammen, damit wir den machen können. Das war halt jetzt, wir brauchen mehr Müll, dann brauchen wir die Pellets, dann können wir die Fusionsreaktor machen, um weiterzukommen. Leider müssen wir eine kleine Exkursion machen und jetzt nochmal den großen Kasten hier hinsetzen. Und der frisst erbärmlichst viele Materialien. Wenn ihr nicht gesehen habt, was wir in der letzten Folge gemacht haben, wir haben die HDPE-Pellet-Fabrik gemacht, wir haben die Polonium-Fabrik gemacht. Und so weiter und so fort. Und dann schon mal den großen Reaktor angefangen. Wir haben Autocrafting gemacht. Checkt die letzte Folge ab, da geht's übelst ab. Und immer, wenn ihr Bescheid, wenn ihr in der Folge dran seid, denkt dran, es ist wieder Livestream. Immer mittwochs bis sonntags zwischen 19 und 20 Uhr geht's los auf Twitch. Link in der Beschreibung. So, dann, ich habe hier, als ich AFK gestanden habe, ein bisschen jetzt hier die Ressourcen gefarmt. Das haben wir gebraucht, weil wir diese Fuel Rods da machen müssen. Und das war ultra viel. Ich hoffe mal, die 11.100 Blei-Essenzen reichen erstmal. Ich habe noch unter anderem was anderweitig gekriegt. Ich habe hier eine Diamond Chestplate, die, wo haben wir sie denn? Na, wo ist die denn hin? Ich habe irgendwo eine Dia Chestplate, die stark war, noch gekriegt. Ach, wahrscheinlich, die heißt anders, ne? Kann ich irgendwie Stonebreaker? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so eine Dia Chestplate, die ebenfalls dieselben Stats hat wie die Hose und das Ding mit Protection 5 und sowas. Ich war mir überlegen, ob ich vielleicht ein so Premium-Helm mache und da das Flight-Upgrade reinpacke, damit ich den Chestplate-Rüstung benutzen kann, aber so ein bisschen Kleinzeug. Ich weiß, ich habe vom Wandering Trader in der Zeit auch hier das eine oder andere gefunden und er tradet. Naja. So, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen weitermachen können. Ich würde einfach gucken, dass ich jetzt hier die Fuel Rods, 128 davon, Start, einfach mal direkt durchjagen. Normal. Und dann kann ich hier die Fischen und die 128 sind sofort hier rausgekommen. Dann klicke ich wieder drauf. Dann mache ich mal 256. Alle Ressourcen da. Start. Brr, alle, oh mein Gott, das ist so schnell. Direkt alle vier Stacks am Start. Und jetzt einfach mal wieder. Machen wir mal 448. Start. Ritt, fertig gecraftet. Oh, yes. Also, ich gucke mir, wie weit ich komme. Ich baue das da vorne voll. Ich werde jetzt nicht mein ganzes Inventar füllen, sondern natürlich auch nur so viel produzieren, wie ich brauche. Und mit unserem Infinity Wand sollten wir äußerst angenehm hinkriegen, das jetzt hier voll zu bauen. Bin sehr gespannt, ob wir das in der Wasserversorgung gestemmt kriegen. Ganz viele Sinks, ganz viele Kabel da rein und so weiter und so fort. Ja, das war gut. Ja, das war auch gut. Habe ich noch genug? Ja, ja, ja. Oh. Oha. Das ging ja ultra schnell. Ja, okay, gut. Und hier sind jetzt noch ein paar verbliebene. Ich habe die über die Hälfte schon jetzt geschafft, oder? Ja, Leute, das über die Hälfte haben wir hingezogen. Jetzt geht's aber komplett ab. Ich war überlegen, ob ich das jetzt hier eigentlich im Stream machen müsste. Aber mal ganz kurz. Only craftable ist normal. Dann machen wir jetzt mal Fischen. Aber nein, ich muss das ja gar nicht mal jetzt hier im Stream. Jetzt fehlt Osmium. Oh mein Gott, okay. Es kann sein, dass ich vergessen habe, Osmium hochzupimpen. Ich dachte, ich habe genug davon, dann mache ich bei Osmium Seeds, sondern okay. Ich dachte gerade, was? Ich kann das direkt fertig bauen? Ich dachte, da muss ich erst im Stream ein bisschen chillen. Ich mache mal das so. Gut, oh ne, warte mal ganz kurz. Osmium haben wir eigentlich auch, meine Damen und Herren. Ah, Paddan. Komm mal her. Geh ich mal in Osmium rein. Ich habe einfach nur keine Ingots. Das heißt aber nicht, dass ich nicht genug Osmium habe. Das heißt, wir können eben doch weiter craften. Ah, ja, Autocrafting kickt so langsam rein. Das gefällt mir. Wir sollen mal ganz kurz pennen. Und dann crafte ich die nächste Portion. Wir haben doch genug Ressourcen für alles. Glaube ich. Ja. Ja, es ist immer, normalerweise bereite ich die Dinge halt dann vor im Stream und so. Und dann die relevanten, wichtigen Dinge nehme ich auf. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich es durchziehen kann. Deswegen freut mich das gerade ungemein, dass wir vielleicht schon genug haben, um das einfach jetzt durchzuballern. Dann gehen wir nochmal hier rein, suchen nach Fischen, weil das sind hier diese Rods. Machen wir nochmal ganz kurz fürs 6, ne? Und jetzt muss der halt nochmal mehr Unterrezepte craften, auch das Osmium zusammenbasteln. Aber das ist egal. Das macht das Ding einfach im Ruckzuck. Das ist diesem Tool komplett Wurst. Das zieht einfach durch, so, ne? Ja, wir brauchen etwas mehr als 2 Stacks pro verbliebenem Ding. Also mache ich jetzt nochmal 256. Alright. Blei fehlt doch noch. Schön. Dann mache ich eine kleine Exkursion und wir kommen dann wieder zurück und bauen den Rest, wenn wir genug Material haben, ja? Aber das sieht schon mal gut aus, das werden wir in dieser Folge fertig kriegen. Okay, Leute, für die Aufnahme hier, wurde gerade hier eingeblendet, wir haben Folgendes. Und zwar, man kann so eine Eternal Water Block Wasserquelle machen, soll besser als Sinks sein. Die kann man direkt neben so einen Input setzen für den Reaktor und der soll den kompletten Wasser befüllen können, weil du keine Kabel dafür brauchst oder sowas. Und mir wurde gesagt,
Das ist besser als sämtliche Sinks und Kabelmanagement-Geschichten. Jetzt bin ich losgedüst, habe versucht, das herzustellen mit Evilcraft und ich habe auch diesen Weather-Container hier versucht herzustellen und dafür muss ich eine Struktur finden. Und dann ist mir eingefallen, hey, als ich ganz am Anfang durch die Gegend gereist bin, habe ich auf der Karte hier oben von Evilcraft einen Dark Temple gemerkt und dann habe ich das mal da drauf geworfen, einfach die Flasche, die ich hier hergestellt habe, die hier, den Weather-Container, der empty ist. Und hat immer gesagt, es war nicht die richtige Struktur, aber doch, es ist die richtige, es hat funktioniert. Und jetzt kann ich also, wenn ich wieder zurück zur Base fliege, also weiter als 1000 Blöcke darf ich halt nicht weg. Bin gespannt, wann ich wieder in Range komme. Dann kann ich mir jetzt hier, zuerst das jetzt hier. Ja, jetzt fehlen die Water Buckets, warte mal ganz kurz. Kann ich hier Bucket normal, fülle ich mal eben schnell auf. Können wir ganz kurz hier runtergehen. So, 1, 2. Dann haben wir jetzt gleich eine Giga-Wasserquelle. Weather Container, when the rain begins to fall. Ich weiß nicht, ob ich damit auch den Regen heraufbeschworen hatte. Und da kriege ich 4 Eternal Water Blocks raus. Oh, yes. So, und da bin ich mal gespannt, ob das reicht, dann diesen Riesenreaktor easy zu befüllen. Ich hoffe es mal, dann mache ich jetzt nicht so viele weitere Imports mal. Also, mal gucken. Vielleicht kann ich erstmal schauen, ob es reicht und dann nochmal ansonsten neu hinzubauen oder je nachdem. Gut, soweit, so gut. Ich fliege wieder zurück. Wir haben jetzt die Giga-Wasserquelle und mal gucken, ob langsam da mal genug Ressourcen wieder zusammengekommen sind. Hallo Leute, 3/4 Stunde später und ich bin meine Zeit effektiv am Nutzen, denn, ja, wenn wir kein Blei haben, dann gehe ich halt schon mal hin und baue nebenan die XXL Maximum große Turbine. Leider haben wir uns ein kleines bisschen verbaut. Der Chat hat gesagt, alle Blöcke sind proportional in der Anzahl zu verwenden. Also unten habe ich halt bei der kleinen Turbine 3x Glas und 2x diese Vents. Und dann muss ich das hier auch machen. 10x Glas und 6x die Vents obendrauf, um ungefähr dasselbe Verhältnis zu wahren. Und deswegen reiße ich das nochmal ab. Und ich wollte aber auch hier den Progress zeigen. Das Gute ist, dass die Turbine kein Blei in der Herstellung braucht. Das heißt, alles an Blei vom Feld wird jetzt aktuell da drüben reingeballert. In den Reaktor noch, ne? Das brauchen wir jetzt hier nicht auf. Hier brauchen wir nur Stahl. Und da habe ich ein bisschen händisch auch nochmal in hier den Mechanism Maschinen und Eisen enriched und bin da komplett durchgegangen. Und das war okay. Hier sind noch ein paar Sachen oben gefallen zur Seite. Die sammeln wir ein. Jetzt grabe ich nochmal eine richtig dicke Ladung von den Vents. Die kommen hier drauf. Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier auch dieses kleine Ding upscale. Was hier noch aufgefallen ist, das ist gleich hoch, 18 Blöcke, aber die Maximumgröße ist 17 mal 17, nicht 18 mal 18. Da habe ich zuerst gebaut, da habe ich gesagt, Moment, halt, das geht so nicht. Das heißt, hier hinten ist jetzt ein Block kleiner. So, ja, dann gucken wir mal, dass ich jetzt so ein Teil ungefähr wie hier gescaled dahin bekomme und dass die Dinger nicht so teuer sind. Ich kann mal auf diese Vents gucken, Turbine-Vents, da brauchen wir wieder die Casings und Eisengitter und das geht auch schon wieder gut los. Vor allem, mir geht es teuer los. Warte mal ganz, nee, das ist was anderes nochmal, das ist ein Saturating-Condenser, das ist nochmal was anderes. Turbine-Vent it is und hier fehlen jetzt aber leider diese Blöcke, die Casings. Ja, da darf ich nochmal reingehen hier, mach ich nochmal ein bisschen was, mach ich erstmal den einen Stack durch, ja. Alles Weitere sehen wir dann. Und ich glaube, hier darf ich eine gute Ladung durchcraften. Ja, mal gucken. Ach Gott, ich werde noch viel mehr davon brauchen. Ich mache mich mal ran. Also das ist jetzt aktuell das andere Side-Project, wo ich die Zeit verbringe. Das müsste nämlich danach kommen und gehört jetzt zu der Modifikation dazu. Und hey, es kann alles zusammenhängt. Deswegen, oh mein Gott, ich brauche so viel von dem Zeug schon wieder. Let's go. Leute, es ist heute sehr viel Zeit vergangen, ohne dass ich viel aufnehmen konnte. Vielleicht wird die Episode ein bisschen kürzer, aber ich habe mich hier durch alles Mögliche durchgeschlagen. Ihr ahnt es ja gar nicht. Wir hatten ein bisschen viel Zuverlässigkeitsprobleme mit dem Chat. Die haben einfach Trust-10 gekriegt, also so ein Amulett eingelegt wie im Game Trust-10. Ich wurde von vorne bis hinten geprankt mit dem Aufbau von dieser Turbine, aber sie steht jetzt endlich und sie hat auch Partikel abgeworfen, das heißt, die ist gültig. Wenn ich da reinklicke, seht ihr hier, Maxflow 11,04 Millionen Millibucket pro Tick. Und das ist auch die maximale Rate, die anscheinend im Wiki steht. Also wir haben die am Ende richtig hinbekommen. Und hier drin ist der Aufbau, diese Riesenspirale, die runtergeht. Hier innen die Teile, dann hier oben Turbine-Vents und alles Mögliche. Also das sollte jetzt funktionieren, das sollte ballern. Und das wird uns massig Strom liefern. Das müsste jetzt der Maximumaufbau sein. Ich bin hingegangen, ich habe nochmal 2 weggemacht. Also so, wie ich es ursprünglich gedacht habe, war es richtig. Ja, lassen wir das. Ich habe ein paar Exkursionen heute gemacht, sagen wir mal so im Stream. Weiter geht's. Hier auf der linken Seite habe ich es hingekriegt. Wir haben
alle fertig. Die kompletten Reihen bis oben, alle von diesen Fuel Assemblies von ganz unten bis ganz oben sind die fertig gebaut. Die haben extremst viele Ressourcen geschluckt. Es wird also Zeit, das Ding anzuschließen, es fehlerhaft zu bedienen und damit in die Luft zu jagen, damit ich es nochmal bauen darf. Ach, natürlich vorerst nochmal die Welt radioaktiv zu verseuchen, das Übliche halt einfach. So, als nächstes brauche ich die Control Rod Assembly. Habe ich keine hier drin, also machen wir die mal. Und ich würde sagen, das geht erstmal ins Autocrafting, weil das wird teuer. Es kann sein, dass ich auch ein bisschen Stahl nochmal wieder nachproduzieren muss. Ich habe halt hier mal saftig nachgelegt und was weiß ich nicht alles. Wir machen gerade mal Folgendes, weil wir müssen jetzt für diese Teile nämlich diese Elite-Control-Dinger, die Advanced-Control-Dinger, die Basic-Control-Dinger. Ah, nee, aber das war... Stopp, die Basic machen wir nicht. Ich würde halt ins Autocrafting gehen und erstmal nur das Essentielle mehr holen. Ich brauche nochmal Pattern. Komm mal her, machen wir mal ein paar, damit wir davon genug haben. Wir speichern die Autocrafting-Sachen hier rein. Und da würde ich sagen, machen wir zuerst das. Dann machen wir als nächstes das. Dann machen wir als nächstes die Control-Rod. Ja, ich brauche das jetzt einmal und nie wieder, ne? Mist. Aber dann gucken wir mal, ob wir das einmal hier reinballern. Also das, was ich irgendwann auch nicht mehr brauche, das kann ich auch dann raustun irgendwie. Dann muss hier nicht den Platz, das muss nicht den Platz verbrauchen, ne? So, dann gucken wir doch mal, ob wir die Control-Rod Assembly. Ich brauche 128. Es fehlt immer noch Blei. Eins der kann ich machen. Dann will ich mal eine ganz kurze Exkursion machen. Dann kommen wir gleich wieder. Ich denke mal, wir werden es noch hinbekommen. Also auch die letzten 64 Control Rods, die werden wir dann gleich noch machen. Aber leider fehlt dafür nochmal ein ganz kleines bisschen Blei. 10 Minuten später. Ich habe auch schon mal angefangen, hier hinten den Notausschaltknopf. Genau, was der Kleine hinten hat, das machen wir auch für den Großen hier obviously rein. Aber ich kann das noch nicht konfigurieren, wenn die Hülle noch nicht aktiv ist. So, und ich habe jetzt genug gecraftet. Wir müssten jetzt... Ach Gottchen, ich kann das auch nicht mit dem Teil setzen. Das weiß ja nicht, was es setzen soll. Ich musste das händisch erstmal setzen im Schachbrettmuster. Okay. Und ich habe festgestellt, ich brauche noch 4 Stacks Reactor Glass, um jetzt oben die Decke drauf zu machen. Ich kann mal ganz kurz hier reingehen. Reactor Glass, habe ich nochmal hiervon was? Ja, jetzt brauchen wir auch hier wieder leider Blei und damit werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen. Mal gucken. Also 2 Stacks hatte ich noch. Ja, fast. Ja, reicht's. Ich glaube, es reicht. Es reicht ganz knapp. Okay, also auf Reactor Glass brauchen wir halt 4 Stacks. Wenn wir 2 Stacks von den Rods, ist es genug. Oh Leute, es ist genug. Ich glaube, wir haben es. Der Reaktor wird jetzt gleich fertiggestellt, die Hülle. Und es tut mir leid, es hat mehr Zeit gebraucht, als ich gedacht habe. Fast kompletten Stream halt, ne? Alleine das jetzt hier zu bauen, dieser Reaktor mit dem letzten Stream 4 Stunden oder sowas, obwohl ich eigentlich das meiste vor Ort hatte, das hat halt ein bisschen an den Ressourcen gemangelt. Aber wir haben parallel dafür auch die Turbine hier links. Das links, da haben wir noch parallel mit hingebaut. Das war auch schon mal nicht schlecht. Na komm, ich fahre mal so diagonal durch. Vielleicht einfacher, als das Zeug zu platzieren, als andersrum. So wieder. Und dann haben wir gleich das Ding voll, würde ich sagen. So, und jetzt gleich fällt mir ein. Ach nee, die andere Seite fehlt noch. Oder? Nee, ich hab's voll gekriegt. Sehr gut. Damit sind alle Dinger fertig. Jetzt müssen wir einmal Reactor Glass nehmen. Hier drüber laufen. Und jetzt mit dem Zauberstab. Mit der Infinite Wand. Einmal die Fläche befüllen. Das sollte relativ genau funktionieren. Bis auf 2, die Überschuss waren. Sehr gut. Aber, läuft der jetzt? Gab's Partikel? War das finished? Fehlt irgendwo was? Komm her. Abbauen. Platzieren. Oh, rote Partikel. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Ihr seht jetzt auch, endlich ist das Kabel verbunden mit dem Reactor-Port. Das hat geklappt. Dann muss ich natürlich wieder hier rein und ich glaube Activation muss ich hier auswählen. Redstone Mode Activation und hier unten muss ich Redstone Mode Damage Critical machen. Ich kann das aber nochmal gegenchecken natürlich wieder, indem wir hier reingehen. Ich habe das ja schon mal gebaut. Das war aber die
Biene. Wo war denn das? Wo haben wir das gebaut? Ah, vorne hatten wir den gebaut, ne? Hier unten ist das Ding. Wir müssen Top Adapter Activation, Bottom Adapter to Damage Critical. Das hier ist Damage Critical. Das ist Activation. Das heißt, das passt. Und jetzt muss ich nur noch als Schutz zum Schluss hier den reinsetzen. Der hat funktioniert. Sehr gut. Und hier unten nicht vergessen, das Redstone platzieren. Und damit habe ich auch hier den Notabschaltmechanismus fertig. Hier gehen wir dann hin, würde ich sagen, machen wir einen Output hin. Hier machen wir einen Input für den Steam. Dann haben wir hier natürlich Output vom Waste. Dann kann ich jetzt testen, wenn ich mal reinklicke. Oh mein Gott, wir haben ihn. Wir schauen mal, ob die Kühlung jetzt kickt. Entweder ich wurde vereiert oder es wird funktionieren. Das heißt, ich hole jetzt hier den Eternal Water Block. Platzieren hier dran. Und oh mein Gott, alles sofort voll. Ja. Da sind soeben innerhalb von, keine Ahnung, einer Sekunde 583 Millionen Millibuckets reingeknallt. Das heißt, ich muss jetzt bei der Kühlung hoffentlich nichts mehr beachten. Weil das aufs gestörteste schnell jetzt vollgepumpt ist. Und das wird natürlich auch, ja ganz ehrlich, wenn der innerhalb von einem Klick voll ist, dann wird er auch jetzt hier das sustainen können. Leute, jetzt heißt es, wir müssen mal Fuel reinknallen, ne? Gebt mal einen ganz kurzen Moment. Das Fissile Fuel ist auch Pressurized Tubes. Und der Reaktor hier, der hat jetzt noch ein bisschen Fissile Fuel in sich. Aber ich schalte den mal eben aus, das war's. Hier hängen noch 385.000 Millibuckets Fissile Fuel drin. Und die möchte ich jetzt nicht in dem Kleinen verbraten, sondern die leite ich einfach mal spontan. Aber auch nur temporär, ich baue das dann gleich wieder ab, ja, zur Seite. Das darf hier rüber und dieser Cube, den holen wir gleich nochmal mit. So, kriegen wir jetzt hier einmal auch Fuel rein. Ja, die 385.000 Millibuckets sind jetzt mit einem Schlag hier reingesaugt worden. Das heißt, das wurde gut verwendet. Jetzt kann ich hier erstmal das abbauen. Ich würde den eigentlich wieder aktivieren, um den restlichen Inhalt zu verbrauchen, damit der leer läuft. Und wenn der alle ist, dann kann ich den später nochmal anderweitig, ne, und so. So, dann müssten wir mal ganz kurz gucken. Das ist ja unser Fuel, was geliefert wird. Den hätte ich halt mal jetzt dahin gepackt. Dann habe ich hier oben die Kabel, die ich hoffentlich einfach mal abbauen kann. Über eine größere Menge, gesagt, getan. So, das kann mitgenommen werden. Das kann auch mitgenommen werden. Ach Gott, ich hätte Shapeless machen müssen. Oh mein Gott. So, dann hätte ich alles auf einmal abgebaut. Alright, jetzt muss ich aber nochmal hier hin. Und den Gases Eject Output Bag is Output. Das hat er direkt gemacht sogar. Okay, dann müsste das noch hinhauen, dass wenn ich vorne Fuel produziere, es hier reinläuft. Das kann ich auch gleich mal testen. Wir müssen unsere Fuel-Produktion jetzt natürlich upgraden. Oder, warte mal, ich kann nochmal einen Testlauf erstmal machen. Mein Gott, ich kann schon einen Testlauf machen. Ich könnte ihn einfach einschalten jetzt. Hallo? Also hier muss einfach nur Dampf rein, Idle, Dumping Access. Das ist eingestellt. So, ich muss natürlich auch noch den Channel, nee, ist noch richtig. Reactor Fuel Public ist auch richtig eingestellt alles. Ich würde sagen, Günther kann den Knopf mal drücken. Das Ding können wir aktivieren und wir schauen mal, indem wir aber erstmal mit einer kleinen Rate starten, okay? Damit er nicht zu heiß wird. Was haben wir denn hier? Also ich kann maximal 1920 Millibuckets pro Tick reinballern, ganz ehrlich. Das schaffe ich nicht. Wir machen erstmal 0,1 Rate Limit, okay? Rate Limit ist 0,1, Current Burn Limit 0,0. Ja, dann schalten wir den ein. Activate. Are you ready? Läuft erstmal. Der macht auf der 0,1 Millibucket pro Tick Burn Rate, frisst der Brennstoff genauso wie der kleine, aber Frage, erstellt das Ding auch genauso viel Energie wie der kleine? Kommt da was raus oder so? Fissile Fuel wird verbraucht. Heated Coolant geht weg. Die Turbine, die läuft nicht mal hier.
Achso, ja, die Waste Barrels schließen natürlich jetzt auch an. Nuclear Waste sammelt sich jetzt in dem Kabel. Da kommt aber so gut wie gar nichts raus. Deswegen mache ich einfach mal so. There we go. Das wird hier richtig reingetütet. Läuft. Aber die Turbine läuft noch gar nicht. Die dreht sich noch nicht mal. Da passiert noch rein gar nichts. Oder wurde noch gar nichts produziert. Muss der erst heiß werden? Also Heated Coolant kommt noch nichts raus. Oder der muss erst vorheizen. Vielleicht steigt doch erstmal die Temperatur. Das kann natürlich auch sein. 88 Grad, 89 Grad. Ich weiß halt nicht, wo da hier dann das Limit ist und so. Wir lassen ihn mal ein ganz kleines bisschen laufen. Ah, die Heating Rate ist noch 0 Millibucket pro Tick. Und die Heating Rate hier drüben ist... Da steht jetzt Heating... Da steht wie viel Millibucket pro Tick. Okay. Das heißt... Jetzt kommt was. Heating Rate geht hoch. Ja, und jetzt kommt auch hier was rein. KFE wird produziert, aber trotzdem dreht sich die Turbine noch nicht. Aber Strom wird schon mal produziert. Ja, und Dampf kommt auch erstmal rein. Ja, 100 Grad, ansonsten wird halt kein Dampf. Checke. 100,1 Grad ist drin. 1,8 Millibar pro Tick. Und die macht jetzt schon 4,8. Ist das mehr? Das ist mehr, oder? Das ist mehr als das Ding. Ja. Die produziert proportional auch mehr Energie als die kleine bei selben Inflow. Ja, guck mal, sind nur 5 KFE, macht das Teil schon. Also besser als nix halt, ne? Aber ansonsten müssten wir halt mal gucken, was passiert. Also Wasser ist alles kein Problem. Ich kann ja mal die... Wir setzen sie mal auf 1 Millibucket pro Tick. Jetzt haben wir schon 19. Und hier drüben machen wir 39 als Maximum. Ah ja, das ist ungefähr dasselbe. Wenn ich also 2 mache, habe ich genauso wie mein kleiner Reaktor jetzt drin 39,8. 39,9. Die Turbine ballert 22 KFE. Die Turbine macht 113 KFE. Also bloß, weil das ein größeres Gerät ist, mit demselben Input an Dampf, macht das Ding 113 KFE schon. Das fünffach auf einen Schlag. Na gut, ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? Ja, und ihr seht, kommt es langsam so ein bisschen... Ist sogar schon 3 Millionen Millibucket drin. Wenn ich mal hier kurz reingucke... Da sind 400.000, hier sind schon 3 Millionen Millibucket Steam drin. Ja, okay, das knallt schon ein bisschen, ne? Alright. Oh, sie dreht sich! Hey! It's turning. Na, bis sie so schnell läuft wie hier, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile. Aber langsam fängt die sich jetzt an zu drehen, das ist schon mal nett. Also auf 113 sind wir. Ja, also wie gesagt, wir können jetzt hier wahrscheinlich auch ein bisschen... Ich mach mal 10 Millibucket pro Tick. Hitze ist noch chillig. Und hier kommt schon 500 KFE. Also wie gesagt, wir können das jetzt nach Belieben hochdrehen, würde ich sagen. Das Problem ist aber jetzt eigentlich der Treibstoff. Weil der wird jetzt hier runtergesaugt. 378, 377, der geht jetzt ruckzuck alle. Das heißt, wir müssen jetzt die Treibstoffproduktion hochschrauben. Ansonsten ist Günther arbeitslos. Abfahrt, ja. Und dann musste ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich noch, wie viel wir noch mehr machen müssen. Hier kommt jetzt erstmal Uran rein. Leute, ich kann mal ein bisschen anderes Kleinzeug raustun. Also ich finde schon mal gut, dass alles läuft, dass alles passt. Und wir holen mal Uranium. Und da habe ich einerseits natürlich hier dann die Ingots. Die habe ich auch ganz viel wieder übrig und so. Das hat die ganze Zeit produziert. Guck mal, wie viel dabei mit rumgekommen ist. Ich würde das hier in den Drawer reinkneten einfach mal. Und dann läuft die Fabrik auch wieder. Ich werde hier überall Upgrades reinlegen, wo ich kann natürlich. Und so, und dann... Können wir auch nochmal nachlegen. Das hat ja jetzt gerade halt hier gefehlt. Ich glaube, ich werde in diese beiden Maschinen nochmal richtig dicke Upgrades reinmachen müssen. Ach ja, mehr als 8 passt natürlich wieder nicht rein. Mehr als 2K, Entschuldigung. So, die Enrichment Chamber, ja. Es ist soweit, wir ballern Upgrades, damit auch hier Vollstoff gemacht wird. Drüben habe ich sogar schon teilweise Upgrades drin. Wir machen erstmal 16 hiervon. Dann machen wir 16 hiervon. Und ich muss auch nochmal einen Energietransporter dann weg machen, damit wir in unser Main-System auch die Energie einspeisen, die durch die große Turbine jetzt gerade kommt. Okay, so, dann wird hier erstmal hier ordentlich durchproduziert. Hier werden die Dinger durchproduziert. Das sollte laufen. Aktuell, ja, kommen wir hier nicht hinterher. Die Produktion von dem Zeug...
Ja, das kann gar nicht. Oh, ein Speed-Upgrade fehlt hier noch. Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt müssen die laufen. Da, ja, okay, jetzt wird geballert. Jetzt wird geballert. Energy und Speed. Ich habe die leider falsch gerade, glaube ich, geklickt gehabt. So, und dann sollte auch ein bisschen die Fuel Rate etwas höher gepumpt werden. Und dann auch hier rausgehauen werden. Und ich kann ja mal gucken, ob unsere Fuel Rate jetzt so hoch ist, dass es die ganze Zeit läuft. Achso, noch eine Sache sollte ich by the way machen. Ich gehe mal in die Claim Chunks übrigens rein. Ups, ich glaube, ich sollte mal... Nee, warte, hier drauf gehen. Kann ich hier... erst laden und dann force laden. So, wir werden natürlich die Chunks alle laden. Das muss permanent laufen. Gut. Und jetzt können wir mal reingucken. Machen wir Plus. Wir machen leicht Plus aktuell in der Rate. Also wenn das die ganze Zeit durchlaufen würde, würden wir leicht Plus machen. Aber ich glaube, in dieser Geschwindigkeit produziere ich kein Uran. Also wahrscheinlich geht es in Richtung nochmal Quarries und andere Ressourcenquellen. Die kommen dann jetzt so langsam. Mystic Grubs sind dann vielleicht auch bald am Ende. Es sei denn, ich mache halt ein ganzes Feld mit Uran oder so. Also ich gucke mal, vielleicht mache ich ein Einzelfeld nur für die Energieproduktion. Da kann ich Uran draufsetzen, Sulfur und was weiß ich. Und das wird automatisch gecraftet und hingeschickt. Darüber können wir reden, ne? Aber aktuell sieht das aus, als wäre das hier Plus. Dann ist die Frage, wann ist es nicht mehr Plus, ne? Wenn ich 20 Millibuckets pro Tick mal reinziehe, dann macht es immer noch Plus. Auch bei 20 Millibuckets pro Tick würden wir noch Plus machen, wenn es die ganze Zeit befüllt wäre. Aber okay, ich bleibe jetzt nur bei 10, weil ich habe ja keine dauerhafte Quelle. Lass uns bei 10 laufen, das reicht aus, um alles, was wir überhaupt jetzt hier haben, die ganze Zeit unter Strom zu setzen. Hier passt ganz gut Zeugs rein. Und ich werde mal Autocrafting einfügen für diese Matrix, dass wir mehr Speicherzellen machen, weil die wird voll sein. Guck mal, wir haben jetzt hier schon 3 GFE gemacht in der kurzen Zeit. Und das Teil hier vorne hat gerade mal auch 9 GFE hier drin. Das würde auch ruckzuck voll sein. Ist sogar schon jetzt fast voll. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber teilweise ist hier ein absurd hoher Output von 100 KFE. Warum das eigentlich? Was frisst denn hier so viel? Was frisst denn hier 100 KFE? Bin ich mir nicht sicher, als ob das hier die Maschinen sind. Naja. Gut, also ihr könnt mal halt überlegen, ob man irgendwie... Naja, das ist gleichwertig. Das ist gleichwertig. Wenn das erstmal läuft, dann passt's. Leute, damit haben wir Maximum Reaktor, Maximum Turbine fertig. Wir sollten jetzt einen Fokus legen auf, wo wir eigentlich hinwollen. Ich will ja gar nicht in Strom gehen. Ich will ja eigentlich hier auf Polonium gehen. Weil Polonium brauchen wir als Baumaterial, um den Reaktor zu bauen. Den Fusionsreaktor und Antimaterie zu machen. Und hier geht es jetzt darum, wie viel Abfall wir erzeugen. Ich will ja eigentlich den Abfall haben. Ich will ja nicht den Strom haben. Ich will den verdammten Abfall haben. Und der kommt dann hier raus. Wie sieht's denn aus? Haben wir Überschuss? Nein, haben wir noch nicht. Wir produzieren noch nicht genug. Okay, komm, ich baller mal gerade 20 rein. Damit die... Also die ist nicht so, als wenn wir einen Überschuss haben an Zeugs hier. Polonium, das wird alles sofort verarbeitet, alles weitergeleitet. Jetzt kommt hier gut rein. In der Geschwindigkeit produzieren wir jetzt Polonium. Also ich schätze mal so alle 20 Sekunden ein Polonium. Und das brauchen wir halt wieder für den Atomreaktor. Fusionsreaktor, Entschuldigung. Ja, Polonium mit ist. Also ich werde gucken, dass ich nachhaltig hier die Produktion hochstelle, mehr produziere, damit wir ihn auf höheren Frequenzen laufen lassen können, damit mehr Waste rauskommt. Das wäre halt so das Ding. Und ich kann auch mal gucken, ob wir vielleicht hier nochmal, weil das sind ja Fässer für den Müll, gehe ich auch mal hin, so, damit jetzt überall der Müll sich gleichmäßig auch in denen verteilt. Alright, das sieht erstmal gut aus. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, damit haben wir erstmal die Reaktorgeschichte fertig. Maximumgröße, Maximumturbine, Treibstoff ein bisschen hochgestellt und jetzt heißt es für mich noch ein paar Optimierungen zu machen, damit das noch ein bisschen besser kommt. Fuel noch hochstellen. Alright, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Askachen. Vielen Dank fürs Zuschauen wie immer und ciao, ciao.